Jo, Mahlzeit, Freunde und Erstbesuche. Hier bin ich wieder, euer Hometown-Retro. Ich war dieses Wochenende nur Samstag auf dem Flohmarkt vor der Arbeit. Sonntag habe ich Pause gemacht, mal ausgeschlafen. Alles Weitere nach den Live-Aufnahmen und nach den Intros gleich. Jo, morgen, Freunde. Ich bin jetzt auf dem Weg zum SMS-Flohmarkt hier bei uns vor der Arbeit heute. Das wird auch der einzige Flohmarkt sein am Wochenende. Ich werde wahrscheinlich später noch in die Stadt fahren, ein bisschen GameStop wühlen und Co. Wetter ist auch nicht so cool. Ich glaube, ich habe mir das richtige Wochenende ausgesucht, um nicht zum Flohmarkt zu fahren. Ich werde morgen mal ausschlafen mit meiner Frau zusammen einen schönen Tag verbringen. Wir gehen jetzt mal gucken. Bis später. Ja, Freunde, endlich mal Glück gehabt. Jo, Mahlzeit, Freunde. Wochenende war wieder Flohmarktzeit, Sonntag habe ich ausfallen lassen diesmal, weil ich mal ausschlafen musste. Seitdem die Flohmärkte wieder losgegangen sind, war ich 6 oder 7 Wochen durchgehend auf dem Flohmarkt. Und ihr müsst euch so vorstellen, ich arbeite 6 Tage die Woche, stehe da früh auf und sonntags stehe ich noch früher auf, um zum Flohmarkt zu fahren. Es war einfach mal Zeit zum Ausschlafen. Dementsprechend bin ich diese Woche Samstag bei uns in Mönchengladbach vor der Arbeit auf dem SMS-Flohmarkt gewesen und habe sehr, sehr gute Funde gemacht, meiner Meinung nach. Und habe nicht viel erwartet, weil dieser Markt gerade erst im Aufbau ist. Ihr müsst euch vorstellen, der größte Flohmarkt hier in Mönchengladbach war immer die Trabrennbahn. Die haben aber jetzt leider Lizenzprobleme, glaube ich, mit dem Veranstalter, dass hier dieser Flohmarkt dann nicht mehr stattfindet. Dementsprechend wird dieser SMS-Flohmarkt immer größer in letzter Zeit und das ist super praktisch für mich, weil dieser Flohmarkt nicht weit von meiner Arbeit entfernt ist und ich kann quasi vor der Arbeit kurz da vorbeifahren und von da aus zur Arbeit fahren. Super praktisch für mich und dementsprechend habe ich auch schöne Funde gemacht. Ich war um 6:30 bei SMS und habe da auch schon meinen ersten Stapel Spiele gefunden. Habe ich mir gedacht, kannst du mitnehmen für 1 € pro Spiel. Habe ich die sehr gerne mitgenommen. Ganzen Stapel querbeet gemischt. Teilweise fehlen die Anleitungen, aber alles halb so schlimm. Habe ich gedacht, komm, nimmst du mit. Für die Tauschkiste oder auch als Refinanzierung, wie auch immer. Und zwar habe ich einmal mitgenommen für den Nintendo DS Tinkerbell. Habe ich noch nie gesehen, habe ich mir gedacht, so ein Tinkerbell-Spiel vielleicht von Disney auch. Ist vielleicht ein gefragtes Spiel bei Kids oder so, wird meine Sammlung wieder verlassen. Aber hier war das auch komplett im guten Zustand mit Anleitung. Und ja, Nintendo DS sammle ich jetzt nicht so unbedingt, ein paar ausgewählte Spiele nur, aber für 1 € gerne mitgenommen. Dann habe ich ein Spiel mitgenommen, sehr cool, das ist ähnlich wie WWE Battleground. Quasi der Vorgänger für die PSP und zwar WWE
WWE All-Stars. Hier seid ihr verschiedene Wrestler-Legenden sind dabei, John Cena, Hulk Hogan, The Rock. Und ihr könnt euch in dieser Comic-Grafik übertrieben betteln, sage ich einfach mal. Hier auch mit Anleitung und macht mega Bock das Spiel. Ich habe das Spiel für die PS2 hier, macht mega Spaß. Und auch für die Xbox gibt es das und habe ich sehr, sehr lange gespielt und macht einfach mega Spaß. Ein arcadiges Wrestling-Spiel, auch hier für 1 Euro sehr gerne mitgenommen. Dann ein Field-Spiel, auch für 1 Euro, ähnlich wie die SingStar-Spiele, und zwar für die Xbox dann. Für die PlayStation gibt es SingStar und für die Xbox gibt es Lips. Und habe ich hier einmal Sealed Number One Hit Lips mitgenommen. Typisches SingStar-Spiel. Dann einmal Dance Central für die Xbox 360. Auch hier komplett mit Anleitung. Dann noch einmal Lips. Das wird wohl der erste Teil gewesen sein. Auch hier mit Anleitung. Wie gesagt, 1 Euro pro Spiel. Dann kommen wir leider zu Spielen, die ohne Anleitung waren, aber für die PlayStation 3. Und für die Refinanzierung ist es immer besser, mehrere Spiele auf einmal anzubieten. Und ihr wisst, ich bin immer noch auf dem Weg zu meinen Rule of Rose und nehme dann so Spiele gerne mit, auch wenn die ohne Anleitung sind, für 1 Euro das Stück und biete die dann einen großen Bundle an und gebe die dann gerne so weiter. Dementsprechend habe ich einmal Skylander Webforce mitgenommen für 1 Euro. Leider hier ohne Anleitung. Dann einmal Call of Duty Warfare 2. Typischer Ego-Shooter. Dann einmal ein sehr cooles Spiel, hat früher im GameStop einen 10er gekostet, habe ich auch geliebt, die ganze Reihe, und zwar die Batman Arkham Reihe. Einmal Arkham City in der Essential Edition, hier mit Anleitung. Dann ein Spiel, was in meine Sammlung gehen wird, haben einige andere YouTuber angespielt in letzter Zeit und waren relativ begeistert von dem Spiel, ist eine Film. Ein Film, das zum Spiel wurde, sage ich einfach mal, und zwar Peter Jacksons King Kong. Für die PlayStation 2 hat mir noch gefehlt und für meine Sammlung wird auch so in meine Sammlung gehen. Leider ist das ohne Anleitung, aber hier auch 1 Euro für Peter Jacksons King Kong. Dann gab es einmal Gran Turismo Tokyo Geneva. 2002, Gran Turismo geht auch immer, es gibt eine große Fanbase von Gran Turismo, leider war hier dann, genau, hier war dann einmal leider GTA San Andreas für die Xbox Classic drin. Was heißt leider? Wenn man jetzt hier natürlich die richtige Hülle zum Spiel hätte, wäre natürlich gut gewesen. Hab da nicht reingeguckt für 1 Euro, blöd, ich habe nicht alle Spiele durchgecheckt. Und ein Spiel, das hatte ich ein bisschen teurer in Erinnerung, für den PC habe ich es dann mitgenommen, habe dann einfach gebundelt. Und zwar einmal Yeti Sports Deluxe. Hatte ich ein bisschen teurer in Erinnerung gehabt, ist aber ein witziges Sportspiel. Hier muss man mit den Yeti so eine Fun-Olympiade machen. Und für den PC auch für 1 Euro mitgenommen. Das waren dann 2, 4, 6, 8, 10, 11 Spiele. Ich glaube, ich habe dann im Endeffekt 9 Euro für 11 Spiele bezahlt und war in Ordnung für den ersten Pfund des Tages. Ein Sealed Lips dabei, war ganz in Ordnung. Ich bin dann mal in den nächsten Runden gegangen und waren viele Kramkisten. Ich habe mich überall mal durchgekramt und ich glaube, in den Live-Aufnahmen war es auch zu sehen. War ein Fußballspiel bei Pure Football mit Lukas Podolski vorne drauf, habe ich auch so noch nie gesehen, habe ich aber dann liegen lassen, weil die alle sehr, sehr verkratzt waren, die Spiele. Bin aber dann an einen Stand gekommen, da war eine Frau mit ihren 2 Töchtern, die hatten 2 PlayStation 2 Bundles und jede Menge Spielzeug. Und an diesem Stand habe ich dann einmal mitgenommen. Die gute Dame wollte 35 Euro für das Bundle haben, konnte dann auf 30 Euro runterhandeln, da gibt es aber noch eine schöne Geschichte zu. Und zwar habe ich dann, komme ich aber gleich drauf zu sprechen, und zwar habe ich dann einmal die PlayStation 2 Fett mitgenommen.
Die kam dann einmal mit einer Original Memory Card von Sony, mit der iToy-Kamera. Dann gab es einen Controller dazu, den DualShock 2. Schöner Zustand, sehr gepflegt, die ganzen Sachen. Und dann kam ein ganzes Bundle Spiele dazu. Und zwar sind es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 Spiele insgesamt. Wie gesagt, Leute, ich habe 13 Euro bezahlt und allein wenn man die Spiele jetzt mal 2 Euro pro Stück rechnet, was von gängiger Kurs ist für PlayStation 2 Spiele, habe ich da dieses ganze Bundle schon komplett raus. Ja, sind ein paar Crap-Spiele dabei, sind aber auch ein paar gute Spiele dabei. Ich fange einfach mal an und zwar einmal Smuggle Run, Offroad, Autorennspiel, hier mit Anleitung, Top-Zustände, Leute, also da kann man wirklich nicht meckern. Aber in diesem Set waren nachher auch noch zwei Sachen dabei, warum ich das Set hauptsächlich gekauft habe. Die sieht man nicht mehr so oft, aber ich mache jetzt mal mit den Spielen weiter. Pro Evolution Soccer 4. FIFA 2004, immer die gängigen Titel, die ein bisschen crappig sind, aber gut, ne? Wenn man die schon im Bundle dabei hat, warum nicht? Dann gab es einmal Sony-Exklusivtitel Jet Li Rise to Honor. Sehr cool, geht so in meine Sammlung. Exklusivtitel, auch hier Top-Zustand mit Anleitung, alles top. Sieht mir aus wie so ein Yakuza-Spiel, irgendwie so in die Richtung. Mal reinschauen, mal sehen. Dann gab es einmal Pilot Down Behind Enemy Lines. Dann ein besserer Titel, Need for Speed Pro Street. Da ging es dann langsam los mit der Need for Speed Reihe, wo es ein bisschen bergab ging, meiner Meinung nach. Dann gab es The Operative No One Lives Forever. Die Zustände sind alle top, Leute. Die Hüllen sind top, die sind alle mit Anleitungen, die Anleitungen sind top, die Spiele sind top, die sind alle null verkratzt. Deshalb konnte ich dieses Bundle einfach nicht liegen lassen. 30 Euro ist kein günstiger Preis für eine PlayStation 2, aber mit den ganzen Spielen dabei und ja noch den extra Sachen war das für mich vollkommen in Ordnung. Dann ein Spiel, auch noch nie gesehen, Pride Fighting Championship FC. Viele kennen die UFC-Spiele für die PlayStation 3, aber für die PlayStation 2 habe ich es persönlich noch nicht gesehen. Auch sehr gerne mitgenommen. Hier natürlich auch wieder mit Anleitung und im Top-Zustand. Dann gab es einen Need for Speed Carbon für die PlayStation 2. Pro Evolution Soccer 5. Auch die Spiele sind dann leider immer wieder dabei. Way of the Samurai, auch das hat mir noch gefehlt für meine Sammlung. Auch hier im Top-Zustand, super cool. Auch hier natürlich mit Anleitung. Stirb langsam Vendetta. Typisches Actionspiel. Passend zur Kamera natürlich hier iToy Play. Nochmal Pro Evolution Soccer 5. Tekken 5. Ja, ihr seht, Leute, die Titel, die sind sehr gemischt, aber es sind ein paar Kracher dabei und ein paar typische Sportspiele halt. Tennis Court Smash. Tennisspiele sind eigentlich sehr cool, meiner Meinung nach. Die sind schon eine Herausforderung. Topspin habe ich lange gespielt auf der PlayStation 2 und auch auf der PlayStation 3. Machen schon Laune, wenn man sich da die ganze Karriere hochzocken muss und einmal hier Tennis Court Smash. Bin ich gespannt. Auch hier dann mit Anleitung. Kommen wir zum letzten Spiel, was dabei war, Pro Evolution Soccer 6. Und das waren dann die 17 Spiele, die dabei waren. Leute, wie gesagt, wenn man im Durchschnitt 2 Euro pro Spiel rechnet, sind wir schon bei 34 Euro plus die Konsole, plus iToy-Kamera. Und dann waren aber noch ein paar Schmanker dabei, meiner Meinung nach, die mir selber noch gefehlt haben für meine Sammlung und man auch nicht mehr so oft findet. Und zwar gab es einmal die, auch in einer schönen Hülle, ja, normale PlayStation-Hülle, und zwar einmal die PlayStation 2-Demo, die im Bundle früher dabei war. Ich glaub, wenn ich mich richtig erinnere, sind da ein paar Spiele drauf, die man anzocken kann, um einen kleinen Einblick zu bekommen, wie denn die PlayStation so grafikmäßig ist. Einmal die Demo dabei, die auch in jeder UVP dazugehört. Und dann gab es
was, wo ich mich sehr freue, das in meine Sammlung aufnehmen zu dürfen. Und zwar einmal die DVD Player Version 2.1.0, die DVD-Disc für die PlayStation 2. Was man ganz genau damit macht, weiß ich selber noch nicht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie mit der CD vorinstallieren muss oder so. Aber was es dann noch dabei gab, war einmal die PlayStation 2 Fernbedienung und den Empfänger natürlich, ganz wichtig. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil das hatte ich noch gar nicht so in meiner Sammlung. Und ja, dieses ganze Bundle gab es dann für 30 Euro. War ganz cool. Und jetzt kommen wir zur Geschichte. Und zwar hatte die nette Dame noch dieses gute Stück da stehen. Eine PlayStation 3 Slim, 160 GB. Und ich hatte nicht genug Bargeld dabei. Kurz zur Geschichte. Ich hatte 60 Euro dabei in Bar und habe dann dieses Bundle gekauft und war dann einfach so dreist und habe die Frau gefragt, die wollte 50 Euro für die PS3 haben mitspielen, kommen wir gleich zu. Und habe dann gefragt, hey, wie sieht es aus, für beides für 60? Mit einem Grinsen habe ich es natürlich rübergebracht, haben die natürlich nein gesagt. Bin dann gegangen, habe erstmal nur die PlayStation 2 gekauft, bin dann meine Runden weitergezogen, habe mir aber gedacht, wenn ihr die stehen lässt, die PlayStation 3 in OVP, das findet man nicht so oft auf dem Flohmarkt. Für den Preis leider haben die Damen nicht mehr mit sich handeln lassen. Bin dann wieder zurückgegangen zu der Familie und habe gefragt, hey, ich habe eine ganz blöde Frage, wie sieht's aus? Kann ich mit PayPal zahlen? Ja, das ist kein Problem. Ja, super. Dementsprechend habe ich dann einmal die PlayStation 3. Die ist auch noch im guten Zustand, die OVP. Per PayPal bezahlt und die für ein Fuffi mitgenommen. Ich mache den ganzen Spaß mal auf hier. Und die, da ist alles mit bei, Leute. Da ist alles mit drin. Einmal die Konsole im Top-Zustand, wie geleckt. Top-Zustand. Dann, was auch immer sehr wichtig ist, Leute, damit ihr auch die OVP komplett hat, sind hier diese Beilagen, die werden an der Seite an die OVP, das ist halt dieses ganze Verpackungsmaterial. Ne? Das war aber alles mit dabei, typische hier Noppenfolie hin und her. Und dann waren da noch natürlich der Controller dabei, auch hier mit der Verpackungshülle. HDMI-Kabel standardmäßig, sämtliche Flyer und hier auch Stromkabel. Alles dabei, sämtliche Flyer hier, sogar noch ja, eingeschweißt, ne, typische Bedienungsanleitung für die PS3, die ganzen kleinen Heftchen, die dazugehören, alles dabei, Top-Zustand, Leute, und da habe ich mich nicht lumpen lassen für die 50 Euro und habe das sehr gerne mitgenommen. Und dann gab es noch ein Backen Spiele dabei, 2, 4, 6, 8 Spiele dazu. Ihr kennt die Preise selber, Leute, in PS3, in OVP, ja, startet so ab 50 Euro. Ne? Da kann man auch schnell mal 70 bis 80 Euro für hinblättern, ohne Spiele. Aber ich hatte noch schon ein paar Spiele dabei und sind auch keine schlechten Titel. Und zwar einmal Battlefield 3, hier auch mit Anleitung. Call of Duty Modern Warfare 4. Große Ego-Shooter-Fans anscheinend. Uncharted 3. Assassin's Creed 3. Ist auch mittlerweile. Assassin's Creed-Spiele sind auch mittlerweile Spiele, die ihr genau wie FIFA mittlerweile an jedem Stand findet. Total abgedreht. Und das sind echt keine schlechten Spiele. Ne? Ja, dann gab es einmal FIFA 14. FIFA 13. Dann kommen wir nochmal zum besseren Titel: Tekken Tag Tournament 2. Und einmal FIFA 12. War für mich dann vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, Leute, ich wollte die PS3 in OVP unbedingt haben. Habe ich dann für 50 Euro mitnehmen können und die PlayStation 2 mit 17 Spielen für 30 Euro mitnehmen können. Habe 80 Euro ausgegeben. Plus die 9 Euro für 11 Spiele, teilweise ohne Anleitung, teilweise mit Anleitung. Aber ich war voll und ganz zufrieden mit meinem Samstagsflohmarkt. Bin dann zufrieden zur Arbeit gefahren und habe es auch nicht bereut, dann am Sonntag nicht gefahren zu sein und konnte beruhigt ausschlafen.
Ja, Leute, das war mein Flohmarkttag am Samstag bei SMS und den werde ich auf jeden Fall jeden Samstag jetzt wieder mitnehmen. Langsam lohnt sich dieser Markt wieder und ja, ich finde, ich habe sehr, sehr gute Funde gemacht und auch für einen fairen Preis, keine Schnapperpreise, aber einen sehr, sehr fairen Preis bezahlt und ja, da freue ich mich drüber. Habe wieder zwei, drei Sachen für meine Sammlung, die man nicht so regelmäßig findet, wie diese Fernbedienung, ein paar Spiele, die in meine Sammlung landen und ja, das war's von mir wieder, Leute. Nächste Woche Sonntag sind wir wieder am Flohmarkt unterwegs. Und ja, wenn ihr Bock habt, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da. Abonniert mich sehr gerne, Leute. Und ansonsten sehen wir uns Freitag im Livestream, wenn ihr Bock habt. So gegen 8, halb 9 geht es wieder los. Wir sind The Last of Us 2 am Zocken. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt auch schöne Sachen gefunden am Wochenende am Flohmarkt oder auch unter der Woche. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Hometown Retro, habt eine schöne Woche. Bis dann.